Wenn du wissen willst, wie du deinen Vitamin-C-Spiegel optimierst, und zwar günstig, schnell und effektiv, dann bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wenn mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Bei Vitamin C denkst du als erstmal an die Orange oder an die Zitrone. Die Zitrone, die ist sauer, die ist lecker, die macht lustig und die enthält Vitamin C. Enthält die wirklich so viel Vitamin C? Wer weiß. In einer normalen Zitrone, Bio-Zitrone, sind 0,05 Gramm Vitamin C drin. Und um dann dein Tagesziel zu erreichen, bräuchtest du 20 Zitronen. Das ist natürlich viel zu viel. Da übersäuerst du, da kriegst du das Rotbrennen. Das muss irgendwie anders gehen. Dann wird ja auch noch immer die heiße Zitrone beworben. Die schmeckt gut, ist aber auch oft sehr viel Zucker drin. Und im Prinzip bringt die gar nichts außer Flüssigkeit und Wärme und vielleicht ein Placebo-Effekt, weil Vitamin C schon bei 70 Grad völlig labil ist und kaputt geht. Wenn ich kochendes Wasser drüber schütte, kannst du dir vorstellen, was damit passiert oder wie gut es wirkt, nämlich überhaupt nicht. Studien beweisen, dass Vitamin C hochdosiert, natürlich unter ärztlicher Aufsicht, auch sehr, sehr gut gegen Infekte, gegen Viren helfen kann, eben dein Immunsystem auf Vordermann bringen. Das ist so in etwa 1 Gramm, also 1000 Milligramm Vitamin C, das klingt sehr, sehr viel. Braucht man natürlich den Arzt dazu und das wird dann eben hier infundiert. Also das wird per Tropf reingelassen. Sehr zu empfehlen, leider keine Kassenleistung, aber ich kann es wirklich nur empfehlen und es ist nicht wirklich so teuer. Wenn dein Stuhl dann aber dünnflüssig wird oder grün oder so, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du viel zu viel Vitamin C in dir hast und das dann teilweise auch über den Stuhl ausgeschieden wird. Bei einer wasserlöslichen Substanz ist das natürlich kein gutes Zeichen. Also wie schaffe ich es, das halbwegs im normalen Maß zu mir zu nehmen? Da gibt es zum einen in der Apotheke vor Ort diese Vitamin C-Pülverchen, wo du tatsächlich eine Messerspitze nimmst. Das ist mit Sicherheit die günstigste Variante. Schmeckt ein bisschen chemisch, schmeckt ein bisschen säuerlich, wirkt aber gut. Nimm es bitte auf leeren Magen. Es ist wasserlöslich und eben nicht fettlöslich. Das ist der eine Punkt. Ich persönlich empfehle immer entweder ein gebundenes Vitamin C oder ein retardiertes Vitamin C, damit es nicht gleich im Magen alles auf einmal freigesetzt wird. Auch da ist es eben säureinstabil. Will heißen, wenn du zu viel Magensäure hast, dann geht einfach Vitamin C kaputt und du kriegst aber trotzdem deinen Sodbrennen und das muss nicht sein. Deswegen lieber ein gepuffertes oder ein organisch gebundenes. Schreibt ihr doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr hier verwendet. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute unter euch nehmen Vitamin C und es gibt die exotischsten, tollsten und auch weniger tollen Präparate, einfach mal hier unten was reinballern. In China werden jetzt oder gerade am Anfang der Corona-Krise sehr hohe Dosen an Vitamin C infundiert und da gab es tatsächlich gute bis sehr gute Ergebnisse. Ich bin gespannt, wann dann die Studienlage noch besser wird und es dann die ersten Meta-Analysen gibt, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Immunsystem und Vitamin C. Vitamin C ist so unfassbar günstig, hilft aber so unfassbar gut. Also hier auch ein kleiner Wink mit dem Zaunfall an die Krankenkassen. Warum sollte man nicht mal hier so eine Infusion, wo man weiß, dass es hilft und der Patient vielleicht mal kurz beim Arzt auf der Liege ist und auch durchgecheckt wird und die anderen Werte stimmen, wäre das doch mal was für den Erstattungskatalog, liebe Freunde. Weil 99% der Patienten werden richtig, richtig, richtig gut davon profitieren. Es ist günstig, es ist wirksam, es hilft. Was spricht dagegen, es nicht zu nehmen? Ballert einfach noch mal ein paar Kommentare hier unten rein, wie ihr euch mit Vitamin C versorgt. Die einen sagen, okay, ich habe meine 3, 4, 5 Portionen Obst am Tag, dann ist da Drops gelutscht, wunderbar. Andere machen es über Sauerkraut, meine Mama zum Beispiel. Oder dann gibt es wieder andere, die nehmen einfach Retardpräparate, Brausetabletten, vielleicht auch Infusionen. Ich bin gespannt, was da unten alles rauskommt. Am anderen Ende war der Jan. Wenn mir ein Abo schenkt, darf auch Jan zu mir sagen, zieht die Mundwinkel nach oben, bleibt gesund. Love, Peace, Bye.